Oh, es ist so schön, der Sonnenling. Aber der Tabak ruft. Ja, der Tabak ruft, weil ohne Pflege geht's nicht. Ja, es nutzt nichts. Tabakpflanzen einpflanzen und dann lassen wir es wachsen, wo wir es wachsen wollen. Das geht auch nicht. Ich muss mich irgendwie überwinden. Trotzdem ist das so schön ist in der Sonne. Gehen wir es an. Ich zeige euch das, was man da machen muss. Ja, oft muss man sich halt einmal überwinden, dass man was macht, aber wenn man dann was macht, dann ist super. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man sich überwindet, dass man was macht. Ich mache jetzt was, weil die Tabakpflanzen da, die hat man anscheinend irgendwer was, irgendein Viecher abgefressen. Muss ich jetzt eine Eiche rein tun. Es nutzt nichts. Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen Reserve. Ja. Und ihr seht ja schon da rundherum, überall da wächst und gedeiht schon alles. Aber man muss halt manchmal ein bisschen eingreifen, weil die Natur ist gnadenlos, gell? Die Natur, das ist wie das Leben. So. Da werde ich vielleicht auch noch eine einpflanzen müssen. Das ist, naja, ich gebe mir noch eine Chance, aber es schaut auch nicht wirklich super aus. Zeige euch einmal jetzt, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ja, da hat man eh schon ein bisschen einen Überblick. Da entlang habe ich jetzt die neuen Pflanzen gesetzt. Das sind meine Lorscher-Deckblätter, wo ich jetzt eins nachgesetzt habe. Und dann haben wir da die Havanna-Sorten. Die sind schon ein bisschen weiter gewachsen. Da geht es weiter. Geudertheimer. Da sind ein paar Deckblätter wieder. Lorscher-Deckblätter und das andere sind Sumatra-Deckblätter. Und da herüben, das ist der Acker sozusagen, wo ich letztes Mal gearbeitet habe dran, wo wir das Gitter eingegeben haben. Ja, die sind schon relativ groß waren, ja, ein paar haben gelitten, da sieht man, da hat es den Schnecken schon geschmeckt, gell, die, da, aber es ist nicht so wild, also, und ich hab ja da eine Idee gehabt, eine super Idee, und da sieht man das, ich habe da so. Das ist ein Hasengitter, das habe ich eingraben. Nur 10 cm hoch, das habe ich dann eingraben. Da kriegen die Schnecken nicht drüber mehr jetzt. Weil da stecherten sie sich. So habe ich das umrundet, das Beet. Und ich glaube, dass das auch ganz gut hilft. Seitdem habe ich nichts mehr mit den Schnecken. Aber jetzt zeige ich euch einmal. Seht ihr jetzt, wie das so ausschaut. Aber das ist noch nicht optimal. Sage ich jetzt, was man so nach ein, zwei Wochen des Wachstums machen muss. Ja, ich habe ja schon beim ersten Video gesagt, dass der Tabak eine lockere Erde braucht und darum ist es wichtig, dass man rund um die Tabakpflanze den Boden auflockert. Unkraut ein bisschen rauszuzupfen, klar, das macht man ja sowieso bei jedem Gemüse. Aber wichtig ist, dass man da den Boden auflockert und dann, siehst du, da ist ein Löwenzahn, weg damit, diese Erde hin zur Tabakpflanze ein bisschen anhäufeln, dass die schön gerade wächst. Gell? Das macht man bei jeder Pflanze, rundum einmal ein bisschen auflockern. Den Boden. Das machen sie auch in Kuba so. Und dann hin zur Tabakpflanze schön anhäufeln. So. Das
mache ich jetzt bei jeder Pflanze. Ja, nachdem ich jetzt alles einmal da ein bisschen gelockert habe, muss ich das auch gießen. Jetzt sage ich kurz, das Gießen ist nicht einfach Gießkannel und drüber laden, sondern wirklich immer jeden Tag da, wo wir rundherum ein bisschen einen Grund gemacht haben, da rein gießen. Ja, so 100 Pflanzen gießen, das ist ganz schön Arbeit und alles auflockern. Aber ich werde sehen, es macht sich bezahlt. Und was ich heuer auch mache, ich dünge das auch. Und zwar ist das ein Dünger, Nikota-Dünger heißt der. Habe ich bei tabankanbau.de bestellt. Gibt es in 5 Liter, glaube in 1 Liter, aber das ist ein Liter ist sowieso zu wenig. Und in 25 Liter wird 1 zu 150 verdünnt. Und ja, jede Woche mal mit dem Düngen. Ich habe es letztes Jahr nicht gemacht und ist auch super gewachsen. Probier es aber heuer mal mit Düngen. Vielleicht wird es noch besser. Schauen wir mal. Jedenfalls freue ich mich schon. Und wenn man sieht, dass manche sind schon wirklich richtig groß geworden. Manche sind noch ein bisschen kleiner, je nachdem wie ich es eingesetzt habe. Aber ich glaube, dass ich heuer schon eine super Ernte zusammenbringe. Und werden wir ja weiter dranbleiben und gut pflegen. Und dann wird das was. Wünsche ich noch alles Gute, auch beim Selbstanbauen. Und bis zum nächsten Video.